Einigkeit wollen sie vermitteln, die NATO-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Brüssel im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Debatten der letzten Tage, ausgelöst durch Äußerungen des früheren US-Präsidenten Trump, haben gezeigt, die westliche Militärallianz muss Bündnisfähigkeit demonstrieren und die militärische Unterstützung der Ukraine darf nicht nachlassen. Ich erwarte, dass der US-Kongress das Ukraine-Hilfspaket beschließt, denn es gibt eine breite Mehrheit im Kongress für die Unterstützung der Ukraine. Wir stehen weiter an der Seite der Ukraine, für deren Sicherheit und für die unsere. Präsident Putin darf nicht gewinnen in der Ukraine. In puncto Rüstungsausgaben meldet die NATO Fortschritte. 18 der 31 Mitgliedstaaten erfüllen in diesem Jahr das Ziel, 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren, auch Deutschland. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Sicherheit kostet Geld und gerade dann, wenn man angesichts einer neuen Bedrohungslage nachholen muss. Unser Anspruch muss sein, gemeinsam mit anderen Rückgrat zu sein der konventionellen Abschreckung und Verteidigung in Europa. Damit übernehmen wir diese Führungsaufgaben. Wehrhaftigkeit demonstriert die NATO seit Wochen mit Steadfast Defender. Beim größten Manöver seit Ende des Kalten Kriegs üben Einheiten die Abwehr eines möglichen Angriffs von Russland auf Bündnisgebiet. Das Signal an Moskau: legt euch nicht mit der westlichen Militärallianz an.